Hallo und herzlich willkommen zu meinadventskalender.de. Heute werden wir uns diesen Adventskalender, und zwar ist es eine Adventskalenderbox zum persönlichen Gestalten anschauen. Und dieser Adventskalender kommt hier, wie man schon sieht, in so einer roten Pappbox. Dann kann man das Ganze so aufklappen. Und hier drin befinden sich dann eine kleine Anleitung. Hier ist so eine grüne Kordel. Und dann hier so kleine Karten und Briefumschläge, damit man für seinen Partner oder seinen besten Freund oder an ein Familienmitglied zum Beispiel diesen Adventskalender verschenken kann mit selbstgestalteten Botschaften. Wir können uns hier einmal die Anleitung gemeinsam vielleicht anschauen. Und zwar wird einmal hier der Inhalt der Schachtel erklärt. Also in dieser Schachtel befinden sich 24 Umschläge und Kärtchen. Auf jedes der Kärtchen schreibst du eine liebevolle Botschaft. Tipps dazu findest du auf den nächsten Seiten. Genau, wollen wir uns das mal anschauen. Also hier, so kann das Ganze dann aussehen. Hier sehen wir einmal, das sind diese Briefumschläge mit den Karten dann drin. Und zum Beispiel kann man da hier so kleine Redewendungen oder Zitate oder Gutscheine reinschreiben. Hier zum Beispiel könnte man es schreiben, weil du ein besonderer Mensch bist. Und dann gibt es hier so Beispiele. Also zum Beispiel für die Adventszeit wünsche ich dir ganz viel Liebe, ganz viel Glück. So etwas könnte man zum Beispiel schreiben. Dann hier, weil du mir wichtig bist. Und dann haben wir hier wieder so ein paar Beispielsätze, die man da drauf schreiben kann. Das Ganze haben wir dann noch mit Anregungen für persönliche Gutscheine. Und dann hier als letztes nochmal, das zeige ich nochmal so, Anregungen für Worte, die Freude bereiten. Genau, einfach mal so ein bisschen loben oder zum Beispiel hier Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern, Aristoteles. Das ist dieses Häppchen, was hierbei liegt. Das andere, was wir hierbei hatten, ist so eine Art Sticker, wo man dann draufschreiben kann, für wen ist dieser Adventskalender und von wem. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, hier so sah die Schachtel aus, das passt hier also perfekt drauf. Man überklebt das sozusagen und dann hat man so eine individuelle Verschenkbox mit diesem Adventskalender drin. So, dann hat man hier noch so, kommen so kleine Klebchen, die so durchsichtig sind. Genau, transparent, das finde ich auch ganz praktisch. Hat man nicht so einen hässlichen Tesafilmstreifen da drauf. Gucken wir uns das hier, biegen wir das mal so ein bisschen auf, schauen uns das mal an. Und zwar hat man dann hier so kleine süße Briefumschläge. Mit hier jetzt so einem Elchmotiv, wie man sieht, und der Eins drin. Und dann hat man hier so eine Karte, wo man dann halt was draufschreiben kann. Die steckt man dann einfach hier rein. So, ja, das, genau, macht das zu, hat dann hier sein Klebchen und kann das dann hier an diese grüne Kordel befestigen. Und so geht das dann weiter. Ich kann euch ja hier nochmal ein paar Karten rausnehmen und zeigen, wie die aussehen. Also hier hat man so ein Herzmotiv zum Beispiel, hier nochmal so ein Tannenbaum. Alle so sehr minimalistisch und schön gestaltet, finde ich. Und hinten hat man immer so ein paar Linien, um was drauf zu schreiben. Da kann man natürlich sich auch einen richtig schönen Stift kaufen und sich ein bisschen Mühe mal bei der Handschrift geben. So ein bisschen kalligrafiemäßig. Genau, so sehen die Karten aus. Davon gibt es 24 Stück. Und dann hat man hier nochmal die Briefumschläge. Und die hier sehen so aus. Also mit so einem Engel zum Beispiel, ein Herz oder Weihnachtsmütze. Genau, und hier gibt es dann auch verschiedene Motive. Und das ist schon der Adventskalender zum Selbstgestalten und Basteln. Also finde ich eine sehr süße und sehr persönliche Idee, diesen Adventskalender zu verschenken, auch hier in so einer schönen Box. Also das ist echt schön gemacht und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit diesem Adventskalender.